Manche Fälle sind so schrecklich, dass sie Tausende atemlos zurücklassen. Andere wiederum sind so schrecklich, dass die Medien sich weigern, darüber zu berichten. Dieser ist einer davon. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge True Crime, hier auf Seriously Crime. Heute möchte ich euch einen Fall vorstellen, von dem ich erst vor kurzem gehört habe, als ich einen YouTuber aus Japan geschaut habe. Da man dazu wenig bis gar keine deutschen Artikel findet, wollte ich euch einfach alles zusammenfassen und euch einen Fall vorstellen, der von seiner Grausamkeit sonst nur in Horrorfilmen passieren kann. Es handelt sich um die Gehirnwäsche von Futoshi Matsunaga. Bereits zuvor sprachen wir über einen Fall aus Japan, bei dem ich dachte, dass es eine Ausnahme aus dem Land der aufgehenden Sonne sei. Doch dann stieß ich auf Futoshi Matsunaga. Futoshi wurde am 28. April 1961 in Fukuoka, Japan geboren. Bereits in jungen Jahren zeigte er sich ambitioniert in der Schule und schrieb immer gute bis sehr gute Noten. Er war den anderen Kindern in seinem Alter oft voraus und wurde von allen als intelligent bezeichnet. Neben seinem schulischen Erfolg hatte er auch keine Probleme damit, Freunde zu finden und Menschen für seine Sache zu gewinnen. Während er aufwuchs, sagten seine Freunde, dass er extrem charismatisch und charmant sei. Obwohl ihm die Schule leicht fiel, fiel es ihm dafür umso schwerer, den Regeln zu folgen. Er widersprach seinen Lehrern oft, wenn diese ihm sagten, dass er zu laut oder falsch sei. Bereits in diesem Alter wies Futoshi Anzeichen nach, dass er ein Psychopath war. Futoshi schloss die Schule mit Bravour ab und im Alter von 19 Jahren heiratete er und bekam mit seiner Frau einen Sohn. Da er keinerlei Schuldgefühle empfinden konnte, blieb er seiner Frau aber nicht lange treu. Angeblich hatte er neben seiner Ehefrau noch 10 weitere Freundinnen. Eine dieser 10 Freundinnen war Junko Ogata, eine ehemalige Klassenkameradin von ihm. Ihre gemeinsame Beziehung begann heimlich im Jahre 1982. Futoshi mochte es, Junko um sich zu haben, da sie in seinen Augen leicht zu kontrollieren war, körperlich und mental. Über die Monate hinweg verwandelte Futoshi die junge Junko von einer glücklichen und freundlichen Kindergärtnerin in eine emotionslose Hülle. Sie verließ ihn nicht, obwohl sie wusste, dass er sie schlecht behandelte, da er ihr versprach, sie eines Tages zu heiraten. Junkos Mutter, Shizumi, bemerkte, was mit ihrer Tochter passierte und sprach ein Verbot über die Ehe aus. Shizumi hasste Futoshi und würde ihre Tochter niemals an einen Mann wie ihn hergeben. Als Futoshi das erfuhr, war er extrem außer sich vor Wut. Er wartete, bis er eines Tages allein war und machte sich auf den Weg zu dem Hause von Shizumi. Ohne zu klingeln oder zu klopfen, verschaffte er sich einen Weg ins Innere des Hauses, wo er Shizumi alleine antraf. Er zwang sie auf den Boden, wo er sie stundenlang sexuell missbrauchte. Daraufhin fuhr er zurück zu seiner geheimen Freundin Junko und überzeugte sie davon, dass ihre Familie sie hasste, da Junko kurz vorher versuchte, sich das Leben zu nehmen. Er redete ihr ein, dass es das Beste für sie sei, wenn er zu ihr nach Hause ziehen würde. Er erzählte ihr außerdem, dass er seine Ehefrau verlassen hatte und ihre Beziehung nun kein Geheimnis mehr bleiben müsse. Sie willigte ein, mit ihm in seine Wohnung zu ziehen. Im Jahr 1985 gründete er ein Futon-Unternehmen namens The World. Futons sind eine Art spezielle Matratze, die in Japan weit verbreitet sind, bei denen man quasi direkt auf dem Boden schläft. Sein Unternehmen bestand aus einem Gebäude mit 3 Stockwerken. Das 3. Stockwerk war schalldicht, weshalb Futoshi sich einen Spaß daraus machte, sich an seine Mitarbeiter heranzuschleichen und sie mit einem Elektroschocker zu quälen. Im Jahr 1992 hatte er bereits 180 Millionen Yen. Das sind umgerechnet knapp 1,8 Millionen Euro, erwirtschaftet durch Erpressung und Betrug. Dies fiel den Behörden nach einiger Zeit auf, weshalb er und seine Freundin Junko auf die Fahndungsliste der meistgesuchten Kriminellen Japans gesetzt wurden. Futoshi war dadurch gezwungen, vor der Polizei wegzulaufen, was ihm ganz gelegen kam, denn er hatte eine Fehde mit der Yakuza. 1993 sollte ein weiterer Wendepunkt im Leben von Futoshi stattfinden. Futoshi war immer noch auf der Flucht, zusammen mit Junko, als er eine Frau,
die wir für diese Geschichte Honoka nennen, kennenlernte. Honoka hatte 3 Kinder, war verheiratet und lebte in Kitakyushu. Sie verliebte sich extrem in Futoshi. Dieser erzählte ihr, dass Yonko seine Schwester sei und bat sie doch darum, ihren Ehemann zu verlassen und mit ihm durchzubrennen. Genau das machte Honoka auch sofort und brachte ihre 3 Kinder mit auf die Flucht vor der Polizei. 5 Monate später starb eins der 3 Kinder unter mysteriösen Umständen, die bis heute nicht geklärt werden konnten. Die hinterbliebenen Kinder wurden daraufhin zu ihrem Vater geschickt. Im März 1994 starb auch Honoka plötzlich an mysteriösen Ursachen. Futoshi hatte sie während ihrer kurzen Beziehung um 12 Millionen Yen, knapp 130.000 Euro, betrogen. Futoshis Schuld an diesem Tod konnte nie nachgewiesen werden, aber einige glaubten, dass er hier das erste Mal Blut geleckt hatte und sich übermächtig durch seine Taten gefühlt hatte. Etwas später, ebenfalls im Jahr 1994, lernten die beiden Kumio, Toraya und seine Tochter kennen. Kumio erzählte nach einiger Zeit, dass er eine kriminelle Vergangenheit hatte und er einigen Menschen noch eine Menge Geld schuldete, weshalb er auf der Flucht vor ihnen wäre. Futoshi nutzte dies, um ihn damit zu erpressen und in seine Wohnung einzuziehen, wo Kumio mit seiner Tochter lebte. Der Name seiner Tochter wurde nie publik gemacht, weshalb wir sie Akari nennen werden. Ein sehr beliebter japanischer Name. Sie sperrten die beiden also in seinem eigenen Apartment ein und quälten den Vater mit Elektroschocks, zwangen ihn seinen eigenen Kot zu essen und brachten Akari dazu, ihren eigenen Vater zu verletzen. Während der Wintermonate zwangen Futoshi und Yonko die beiden in das unbeheizte Bad und ließen dort Eiswasser über die beiden laufen für ihre eigene Unterhaltung. Beide bekamen nur noch sehr wenig zu essen, meist Krümel oder die Reste einer Mahlzeit. Diese Qual ging 2 ganze Jahre. Während dieser 2 Jahre verließ weder Kumio noch Akari das Haus. Am 26. Februar 1996 starb Kumio an Herzversagen wegen der vielen Elektroschocks im Alter von 34 Jahren. Futoshi redete Akari ein, dass sie der Grund dafür sei, dass ihr Vater tot wäre. Es wäre also nun ihre Verantwortung, die Leiche loszuwerden. Sie schnitten Kumio in kleine Stücke und kochten seine Leiche in seinem großen Topf in der Küche. Futoshi zwang Akari danach, die Brühe zu trinken, in der sie ihren eigenen Vater gerade gekocht hatten. Die Nachbarn beschwerten sich mehrfach wegen eines faulen Geruchs und dem Geräusch einer Säge bei Nacht, gingen damit allerdings nie zur Polizei. Eines Nachts brachten sie die Überreste auf eine Fähre und fuhren damit raus aufs Meer, um dort alles zu entsorgen. Danach fuhren sie zurück ins Apartment, wo Akari 6 weitere Jahre mit den beiden leben sollte. Sie gaben sich selbst den gefälschten Namen Hashimoto und gaben sich als eine Familie aus. Yonko war es erlaubt, zum Einkaufen und Arbeiten das Haus zu verlassen. Akari allerdings musste immer in Begleitung von Futoshi sein, wenn sie rausgehen wollte. Da Futoshi sich nun wieder langweilte, suchte er nach einem neuen Opfer. Er überprüfte einige Kontakte von Akaris verstorbenem Vater und fand bald jemanden, der in sein Beuteschema passte. Wieder überzeugte er die Frau, dass Yonko seine Schwester sei und dass Akari seine Nichte sei. Er erzählte ihr, dass er einen Abschluss an der Prestige-Universität in Kyoto hatte. Über die Monate hinweg gewann er das Vertrauen dieser Frau und versprach auch ihr, dass er sie eines Tages heiraten würde. Diesen Vorwand nutzte er, um immer mehr Geld von dieser armen Frau zu bekommen. Insgesamt stahl er somit 5,6 Millionen Yen. Wie schon bei seinem letzten Opfer, überredete er auch sie und seine Tochter in sein Apartment zu ziehen. Dort missbrauchte er die beiden mit Elektroschockern. Monatelang ließ diese Frau sich von ihm foltern, bis sie im März 1997 die Flucht wagte und aus dem 2. Stock des Apartments sprang. Als die Polizei ankam, waren Futoshi, Akari und Yonko bereits verschwunden. Aber für Futoshi war dies erst der Anfang seines Plans. Futoshi wusste, dass er mit seinem Charme und seinen Worten Menschen um den Finger wickeln konnte und für seine Taten niemals bestraft werden würde. Er würde sich durch ganz Japan morden und reich werden. Yonko war nach all den Jahren müde geworden von Futoshis Plänen und kriminellen Machenschaften, weshalb sie einen Ausweg suchte. Im April 1997 verließ sie das gemeinsame Apartment, um arbeiten zu gehen. Allerdings kam sie nie wieder zurück. Sie hatte es nach all den Jahren geschafft, aus Futoshis eiserner Klaue zu entkommen.
Futoshi allerdings wollte dies nicht akzeptieren, da Junko seine Marionette und Eigentum war und er überlegte, wie er sie zurückbekommen würde. Er rief am Abend also bei der Familie von Junko an und fragte Shizumi, wo sie bleiben würde. Diese sagte, dass sie nicht zu Hause sei. Das passte Futoshi gar nicht, weshalb er versuchte, sie zu erpressen, indem er ihr androhte, Junko bei der Polizei zu melden. Shizumi blieb standhaft und sagte ihm, dass sie keinerlei Ahnung habe. Überwältigt von allem, nahm Futoshi sich also das Leben und kurz darauf wurde eine Beerdigung abgehalten. Da Junko sich nun sicher fühlte, kehrte sie zurück zu ihren Eltern. Was sie natürlich nicht wusste war, dass sowohl der Selbstmord als auch die Beerdigung inszeniert waren von Futoshi. Er wollte sie so aus der Reserve locken. Als sie also wieder zu Hause war, kam er eines Nachts mit Akari vorbei. Er klingelte an der Tür und erzählte ihnen, dass er zurück von den Toten war und eine Versöhnung wolle. Junkos Familie bot ihm 63 Millionen Yen an, wenn er sie dafür ein für alle Mal allein lassen würde. Er willigte ein und nahm das Geld an sich. Allerdings hatte er keinerlei Pläne, sich an seinen Teil der Abmachung zu halten, weshalb er Junkos Familie in ihrem eigenen Haus einsperrte und mit seiner charmanten, manipulativen Art versuchte, eine Gehirnwäsche zu starten. Neben Futoshi waren in dem kleinen Haus also nun folgende Personen: Junko, ihre Eltern Shizumi und Takashige, Junkos Schwester Reiko, Reikos Ehemann Kazuya, Reikos Kinder Aya und Yuki und Akari. Die meiste Zeit des Tages waren Junkos Familienmitglieder gefesselt, damit sie nicht fliehen konnten. Was danach passierte, ist so unglaublich, dass kein Horror-Thriller der Welt eine unglaubwürdigere Geschichte erzählen könnte. Obwohl sie seine Geiseln waren, fanden Junkos Familie plötzlich Begeisterung an Futoshi. Er hatte es geschafft, ihre Gedanken und Gefühle zu manipulieren. Dafür nutzte er bekannte Methoden, die bereits der Sektenanführer Shoko Asahara für seine kranken Taten missbrauchte. Junkos Schwester Reiko und ihr Ehemann Kazuya sahen in Futoshi jetzt eine Art Propheten. Ein Paradebeispiel für Stockholm-Syndrom. Kazuya gab Futoshi sogar sein Einverständnis, mit seiner eigenen Frau zu schlafen, da er sehr überzeugt von ihm war. Dieses Verhalten sprang auf die beiden Kinder Aya und Yuki über. Futoshi hatte jetzt seinen eigenen kleinen Kult gegründet, abgeschottet vom Rest der Welt. Da er allerdings die Konten der Familie geleert hatte, wusste er nicht, was er mit seinen Anhängern anfangen sollte, weshalb er beschloss, ein wenig Unterhaltung mit ihnen zu haben. Er beschloss, dass der 61-jährige Vater Takashige mittlerweile lang genug gelebt hatte und man ihn loswerden müsse. Er befahl also Junko, ihren eigenen Vater zu töten, was sie auch ohne Widerworte tat. Sie schockte ihn so lange mit einem Elektroschocker, bis sein Herz stehen blieb. Da er so großen Spaß daran hatte, dieses Spektakel anzuschauen, war es nun an der Zeit für Shizumi zu sterben. Shizumi verkraftete den Tod ihres Ehemanns nicht und verlor den Verstand, sprach nur noch in fiktiven Sprachen und flüsterte oft sich selbst Nachrichten zu. Er befahl also Reiko und Kazuya, sich um sie zu kümmern. Die beiden waren froh darüber, ihrem Propheten zu helfen und erwürgten Shizumi. Einige Wochen war Futoshi mit seinen Ergebnissen zufrieden. Allerdings nervte ihn die Familie mittlerweile nur noch, weshalb er jetzt Kazuya befahl, seine Ehefrau Reiko zu ermorden. Zusammen mit seiner Tochter Aya erwürgten die beiden Reiko. Als die Tat erledigt war, sperrten Junko und Futoshi Kazuya im Badezimmer ein, um ihn nie wieder herauszulassen. Er überlebte einige Zeit, indem er Toilettenwasser trank. Doch nach 2 Monaten verstarb auch er. In dieser Zeit befahl er Aya und Junko, den jüngsten Sohn Yuki zu töten. Sobald Yuki tot war, sollte Akari Aya auch erwürgen. Im Juni 1998 waren also wieder nur Akari, Futoshi und Junko übrig geblieben. Erneut kochten sie die Leichen aller Familienmitglieder, zerstückelten sie und entsorgten sie auf öffentlichen Toiletten. Für eine lange Zeit fiel keinem das Verschwinden der Ogata-Familie auf, weshalb Futoshi und seine beiden Anhänger weiter durch das Land zogen, um Menschen um ihr Ersparnis zu erleichtern. Futoshi schaffte es sogar, eine Frau zu überreden, ihm 20 Millionen Yen zu schenken, sowie ihre beiden Söhne. Erst Jahre später, am 20. Januar 2002, schaffte Akari die Flucht vor Futoshi,
Dies sollte allerdings nur kurz sein, da er nach wenigen Stunden aufholte und sie wieder zurück in die Wohnung brachte. Als Bestrafung wurde sie mit einem Elektroschocker gequält, während Junko ihr die Fußnägel Stück für Stück rausriss. Am 6. März 2002 schaffte Akari erneut die Flucht. Sie rannte direkt zu einer Polizeistation und erzählte dort ihre komplette Geschichte. Futoshi und Junko wurden am nächsten Tag verhaftet. In ihrem Apartment fand man die beiden Kinder, die sie geschenkt bekommen hatten, sowie zwei weitere Kinder, die wohl die leiblichen Kinder von Junko und Futoshi waren. Akari wurde nicht angeklagt. Sie war jung und wurde zu allen Taten gezwungen und gegen ihren Willen festgehalten. Für Junko sah es deutlich schlechter aus. Sie war bereits erwachsen und konnte aus freien Stücken fliehen, hätte sie das gewollt. Da sie keinen Ausweg sah, gestand sie alles und plädierte auf schuldig. Futoshi wies all die Schuld von sich und plädierte auf unschuldig. Er glaubte, dass sein Charme ausreichen würde, um die Richter zu täuschen. Er kannte nur diese Welt, tötete sich durch Japan, seit er 19 war. Aus dieser Situation sollte er sich allerdings das erste Mal in seinem Leben nicht rausreden können. Es wurde zwar nie eine einzige Leiche gefunden, allerdings reichten die Aussagen von Junko und Akari aus, um ihn anzuklagen. Er wurde wegen des Mordes an Kumio, Shizumi, Raiko, Kazuya, Aya, Yuki und Takashige schuldig gesprochen und wird verdächtigt, Honoka und ihren Sohn getötet zu haben. Ihre Strafe sollte der Tod durch Erhängen sein. Im Jahr 2007 wurde die Strafe von Junko allerdings auf lebenslange Haft heruntergehandelt. Der Richter war sich aber in einem sicher. Futoshi sollte nicht mehr leben. Noch heute sitzt Futoshi Matsunaga im Gefängnis in Japan und wartet auf seinen Hinrichtungstermin. Akari versucht seitdem ihr Leben normal zu leben und all das hinter sich zu lassen. Ihre Freunde sagen, dass sie mittlerweile eine glückliche Frau geworden ist, die allerdings ab und zu noch von ihrer dunklen Vergangenheit eingeholt wird. Sie denkt oft an ihren Vater und wartet vorfreudig auf den Tag, an dem Futoshi erhängt wird. Was ist eure Meinung zu diesem Fall? Wollt ihr ein Video über Shoko Asahara haben, den berüchtigten Sektenanführer? Lasst es mich in den Kommentaren oder auf Instagram wissen. Der Link zu allem ist in der Beschreibung. Über ein Like und ein Abo würde ich mich außerdem sehr freuen. Ein besonderer Dank geht raus an meine Kanalmitglieder. Toasty, Epinephrin, Alex Alive, Sonja H., Robin S., Alex S. und Abnorm. Ihr seid die Besten. Wenn auch ihr mich unterstützen wollt, dann schaut doch mal bei der Kanalmitgliedschaft vorbei. Wir sehen uns nächsten Freitag, wenn wir über einen weiteren Fall aus den Tiefen der Kriminalgeschichte sprechen werden. Bis dahin, bleibt gesund.